Kommunikation kann nämlich genauso erfolgreich oder nicht erfolgreich sein. Ja? Im Tod wie auch im Leben. Erfolgreiche Kommunikation ist ja nur dann erfolgreich, wenn, sagen wir mal, wenn der eine genau das versteht, was der andere meint. Also praktisch nie. Und wenn dann noch ein Mann und eine Frau an dieser Kommunikation beteiligt sind, dann noch seltener. Ich weiß nicht, kennen Sie den Film Die Vorleserin? Ja. Aber nicht das Remake, den Originalfilm von 88. Französischer Spielfilm von 88. Da kommt ein wunderbarer Dialog drin vor, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und zwar ist er nun folgendermaßen so. Wenn ein Mann eine Frau fragt, liebst du ihn? Also typische Dreiecksgeschichte, ne? Das macht ja der Franzose gerne in seinen Filmen. Liebst du ihn? Dann hat die Frau ja eigentlich genau genommen zwei Möglichkeiten zu antworten. Nämlich ja oder nein. Theoretisch. Aber hören Sie selbst. Liebst du ihn? Ich glaube nicht. Und du? Ob ich ihn liebe? Und du denkst, dass ich ihn liebe? Das glaube ich nicht. Ich glaube, du liebst mich. Ich auch. Glaubst du auch, dass du mich liebst? Ich glaube auch, dass du mich liebst. Ich auch. Und du? Ich auch. Und du liebst mich auch? Ich glaube. Ich glaube auch. Oh. Da möchte man auch Ohrenherpes kriegen, oder? Und das ist nicht geschnitten, nicht, dass Sie denken, der hat da irgendwas zusammengeschnitten. Das ist der Originaldialog in der Reihenfolge. So kommt er in dem Film vor. Ich sag nur Mann und Frau. Französischer Film. Noch schlimmer ist es ja, wenn Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen. Ganz verschiedene Sprachen. Mir ist es ja in meiner Kindheit leider so ergangen. Ich habe ja, bin ja in Berlin geboren und da eben auch zur Schule gegangen und so. Und meine Eltern sind dann irgendwann ausgewandert und haben mich mitgenommen in einen völlig fremden, undurchdringlichen Kulturkreis. Wir sind nämlich gezogen von Berlin nach Stuttgart. Und beziehungsweise nicht nach Stuttgart genau, sondern genau gesagt nach Echterdingen auf den Filtern bei Stuttgart. Oder noch genauer gesagt nach Städten auf den Filtern bei Echterdingen bei Stuttgart. Ja, und dieser Absturz von Berlin nach Städten auf den Filtern bei Echterdingen bei Stuttgart. Das ist praktisch ein Kulturschock, den du lange nicht verkraftest. Ja? Das ist so irre. Also wir sind damals da angekommen bei diesen Schwaben und haben gesagt, was ist hier los? Was machen die? Was tun die? Wie verhalten die? Wie sprechen die? Ja? Der Schwabe mit seinen ständigen Verkleinerungsformen. Ja? Wenn du zum Schwaben sagst, hey, das heißt nicht Häusle, das heißt Häuschen. Dann sagt er doch, ach so, Häuschenle. Wo wir Berliner gesagt haben, na du bist doch mal ein Kotzbrocken, sagt der Schwabe, ja du bist aber mal ein Spuckbrägele. Spuckbrägele, das sind doch keine Ernst, sowas. Und das mag ja vielleicht noch ganz witzig sein, ja? Schlimm wird es ja dann, wenn es um existenzielle Dinge geht. Ums Einkaufen von Lebensmitteln. Meine Mutter hat es mir doch erzählt, wie es damals war, ja? Sie war in der Metzgerei, wollte einen Pfund Hackepeter. Kein Mensch gewusst, was sie will. In allen möglichen Sprachen hat sie es versucht. Hacke-Peter, Hacke-Peter, Hack-of-Petros, nichts. Mit leeren Händen ist sie wieder raus. In der Bäckerei war es das Gleiche, ja, wollte sie 6 Schrippen haben. Was hat sie geerntet? Entsetzen, Kopfschütteln, Unverständnis, Feindseligkeit. Sie, wir haben zu Hause in Städten auf den Filtern um unseren Küchentisch herum gesessen und geweint, aus Angst zu verhungern, nur weil wir das Wort Weckle nicht kennen. Nach langem Sprachstudium dann endlich die erste Brezel in der Hand gehalten, aber auch die nicht essen können, weil wir einen Knoten nicht aufgekriegt haben. Muss man einfach sagen, dass man den mit isst. Gut, wir haben es dann irgendwie das Überleben sichern können, aber fragen Sie mich nicht wie. Und dann haben ja die Schwaben auch noch so ganz komische Rituale. Ja? Wir sind eines Morgens, weiß ich noch, sind wir aus unserer Wohnungstür raus und dann hing im Türrahmen an so einem Haken, Sie kennen diese Haken, so ein kleiner Besen. Und ich sage, boah, was ist das hier? Was haben die uns da hin? Muss man da jetzt einen Zopf Knoblauch daneben hängen? Oder damit auf den Blocksberg reiten? Mein Vater hat sich getraut, das Ding anzufassen. Ist runter zum Vermieter, hat ihn gefragt, was das sein soll. Sagt er, ja, es ist Kehrwoche. Die Treppe muss gemacht werden. Treppfähige von oben bis unten.
mein Vater gesagt, ja, kein Problem, können wir ja machen, muss ja jeder mal, ist logisch, aber sagen Sie mal, dann muss ich keine Woche Urlaub nehmen, wenn ich mit dem Ding die Treppe sehen soll. Sagt er neu, es ist symbolisch gemeint. Ach so, symbolisch. Naja, gut, nächsten Tag kam er hoch, hat mit meiner Mutter geschimpft, ja, weil er sagt, was ist los, die Treppe ist doch noch gar nicht gemacht, ist noch ganz dringend, ich hab's doch kontrolliert, da, gucken Sie mal. Und meine Mutter sagt, doch, hab ich gemacht. Eine Stufe halt, symbolisch. Ja, es war nicht sein Humor. Es war nicht sein Humor. Das war dann sowieso auch so eine wichtige Erfahrung für uns, einfach so die Erfahrung zu machen, ja, die Humore sind doch von Landstrich zu Landstrich unterschiedlich. Teilweise auch von Mensch zu Mensch. Nicht jeder lacht, wenn einer niest und der andere sagt nicht Gesundheit, sondern aufwischen. Ja, lacht nicht jeder, sie schon. Ja, das ist halt der Unterschied. Ne? Es ist natürlich auch so, nicht nur Sprache ist ein Kommunikationsmittel, das man entweder erfolgreich oder weniger erfolgreich einsetzen kann. Man kann ja beispielsweise auch mit Schildern kommunizieren. Ne? Nur ist da halt immer manchmal schwierig die Bedeutung rauszukriegen. Also ich habe in Bangkok auf dem Flughafen ein Schild gesehen, ich habe das als Pupsverbot interpretiert. Ja? Weiß nicht, was es heißen soll. Bei dem Schild, das habe ich nie rausgekriegt. Ob das jetzt heißt, hier wird Behinderten der Marsch geblasen. Oder vielleicht einfach mit Behinderten gar nichts. Vielleicht heißt es auch hier, das ist ein Plumpsklo für Orchestermitglieder. Also, man weiß es nicht, ich werde es auch nie rauskriegen. Schön ist zum Beispiel auch Kommunikation mit Hilfe von Gesten. Ne? Sie kennen diese Taubstummensprache im Fernsehen, sieht man öfter. Ne? Taucher haben das auch unter sich. Ne? Ich habe ja auch diese Gestenzeichensprache und so. Kannst ja nicht sprechen, das ist ja Automatenmüll, Maske und so, ne? Nichts mit Mimik und so. Ein typischer Taucherdialog könnte zum Beispiel so aussehen. Mir ist kalt und zwar arschkalt. Antwort vom anderen, Weichei. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten des Missverständnisses. Ja? Ich war jetzt im Januar mal in Ägypten und war dann traurig, war mit einer jungen Frau im Wasser und die hat vielleicht jetzt dann noch nicht so die ganzen Zeichen so drauf gehabt, aber es war ein bisschen so, sind wir ins Wasser und dann irgendwann während des Tauchgangs habe ich ihr dann signalisiert, lass uns umkehren, zurück zum Boot, ich bin auf Reserve. Ja, das heißt Reserve, warum auch immer, ist egal, ne? Umkehren, Boot ist klar. So, da ist sie total stinkig geworden, ist auf mich zugeschossen, hätte mir fast meinen Automaten aus der Fresse gehauen, ja? War total sauer, weil sie nicht verstanden hat, lass uns umdrehen, zurück zum Boot, ich bin auf Reserve. Sie hat verstanden, dreh dich um, mach die Beine breit für die Revolution. So kann es gehen. Ja?